Finde in diesem Video heraus, welche Gaming-Tastatur die beste ist und worauf es ankommt. Alle Links zu den Produkten findest du in der Videobeschreibung. Unser Vergleichssieger ist die Logitech G213. Die G213 als Mesh Dome Gaming Tastatur bezeichnet, zeichnet sich durch mechanische Schalter und eine darunterliegende Rubber Dome Gummimatte aus. Dadurch wird ein angenehmes Tastengefühl, das leise Betätigung und deutliches taktiles Feedback kombiniert. Des Weiteren bietet die Tastatur eine schnelle und genaue Gaming-Leistung, die bis zu 4-mal schneller ist als die einer Standard-Tastatur. Mit einem Tastendruck von 50 Gramm und einem Tastenhub von 4 mm können Spieler sich auf eine präzise Eingabe verlassen. Dank der RGB-Beleuchtung kann die Tastatur in einer Vielzahl von Farben und Kombinationen leuchten, je nach den Vorlieben des Benutzers. Die Anpassung der Tastenbeleuchtung sollte mit der G-Hub-Software einfach sein. Die Logitech Gaming-Tastatur bietet eine innovative Light-Sync-Funktion. Die RGB-Beleuchtung kann synchronisiert werden, um nur bestimmte Tasten je nach Spielen zu beleuchten, ideal, um wichtige Spielzüge hervorzuheben. Zusammengefasst ist die G213 eine hochwertige Gaming-Tastatur, die dank ihrer innovativen Features ein verbessertes und personalisiertes Spielerlebnis bietet, einschließlich einer synchronisierbaren RGB-Beleuchtung, individuell einstellbarer Tasten und ergonomischen Anpassungen für optimalen Komfort. Die Leistungsfähigkeit und die Anpassungsmöglichkeiten machen sie zu einer ausgezeichneten Wahl für engagierte Gamer. Unser Preis-Leistungssieger ist die Klim Chroma. Das Klim Chroma Modell ist eine attraktive Wahl für diejenigen, die eine preisgünstige Gaming-Tastatur suchen. Diese Rubber Dome Tastatur zeichnet sich durch eine Reaktionszeit von 2 Millisekunden aus. Als Bonus erhalten Käufer der Klim Gaming Tastatur das E-Book Steigerung der Produktivität und Spielfähigkeiten durch schnelleres Tippen kostenfrei dazu. Die Klim Chroma wurde mit dem Ziel konzipiert, einen möglichst leisen Tastenanschlag zu bieten. Die Tasten sind wasserabweisend und dank der mehrfarbigen RGB-Beleuchtung auch im Dunkeln gut sichtbar. Das in schwarz gehaltene LED-Keyboard wird über ein USB-Kabel mit dem Computer verbunden. Mit einem Gewicht von 460 Gramm und Abmessung von 44 cm in der Breite, 2,9 cm in der Höhe und 14,4 cm in der Tiefe ist es kompakt und tragbar. Zusammenfassend ist die Klim Chroma eine kosteneffiziente und leistungsstarke Gaming-Tastatur, die sich durch ihre schnelle Reaktionszeit, sanften Tastenanschlag und attraktive RGB-Beleuchtung auszeichnet. Mit zusätzlichen Merkmalen wie Wasserschutz und einem kostenlosen E-Book bietet sie ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Tastatur mit den besten Bewertungen ist die Razer Ornata V2. Razer ermöglicht bei dieser Hybrid-Tastatur einen sanften Tastenanschlag mit deutlichem, taktilen Klicken. Ihre Anti-Ghosting-Funktion mit 10 Tasten Rollover fördert schnelles Gaming, indem sie gleichzeitige Eingaben von bis zu 10 Tasten ohne Fehler ermöglicht. Ein herausstechendes Merkmal der Gaming-Tastatur sind die von Razer entwickelten halbhohen Tastenkappen. Diese reduzieren Auslöseverzögerung und führen Befehle schneller aus. Ein weiterer Vorzug gegenüber vielen anderen Gaming-Tastaturen ist die Razer Synapse-Software. Sie erlaubt Spielern, jeder Taste der Ornata Chroma eine individuelle Funktion zuzuweisen, bei Bedarf sogar farblich markiert. Die RGB-Beleuchtung des Keyboards ist vollständig anpassbar und kann in 16,8 Millionen Farben erstrahlen. Für Komfort bei langen Spielsessions sorgt die abnehmbare und gepolsterte Handballenauflage von Razer. Zusammenfassend ist die Razer Ornata Chroma V2 eine ausgereifte Gaming-Tastatur, die sowohl durch ihre Hybridbauweise als auch durch ihre anpassbare Funktionstasten und RGB-Beleuchtung besticht. Sie bietet einen hohen Bedienkomfort und kann durch die Synapse-Software individuell auf die Bedürfnisse des Spielers angepasst werden. Wir hoffen, dass wir euch helfen konnten, eine Kaufentscheidung zu treffen. Alle Produkte sind in der Videobeschreibung verlinkt.